Tja, moin, moin und herzlich willkommen, meine Lieben. Wir sind wieder los in Dänemark, Tag 2. Heute an einem Geheimtipp von einem Einheimischen. Da ist die nächste. Also das ist wirklich, Leute, das ist der zweite Wurf und sofort der zweite Fisch. Oh, die ist gut, Eduard. Die ist gut. Und wir machen jetzt hier weiter mit unserer Nudelparty und gucken, ob wir den einen oder anderen Fisch noch so überlistet kriegen. Da ist der Biss und da ist der Fisch. Oh, der ist, glaube ich, besser. Ja, da ist er. Eine richtig tolle dänische Forelle. Schätze mal, die hat so knapp 2 Kilo. Tatsächlich haben wir jetzt gerade erfahren, der See ist durch eine Brücke getrennt. Und in dem Teil, in dem wir standen, sind eher die kleineren Fische, also die 1 bis 2 Kilo Fische. Und in dem Teil vom See sind dann die größeren zu erwarten. Zieht ab. Und da hängt sie. Ah! Oh! Ausgeschlitzt. Das gibt's doch nicht. Es hat geklingelt. Der Vater auf der Spiro-Montage steht jetzt neben mir, ein Platz weiter. 50er Mirax, schwarz-orange habe ich vorhin gesehen. 70er? Hast du gewechselt oder was? Ach, das war ein 70er, kein 50er. Der 70er. Oh, ich glaube, ich kriege jetzt auch einen Biss. Ja. Ja, warte. Ja, die sind schon besser, ne? Da seht ihr ihn. Er hat wieder seine typische Drillmähne im Gesicht. Ohne Tungsten, ne? Ja. Ganz langsam geschleppt, ne? Dann kommt er, hier ist es relativ flach. Oh, das ist schon ein besserer Fisch, also 2 Kilo hat er bestimmt. Wasser ist glasklar hier, ne? Jawohl. Jawohl. Ja, ein schöner 1,5er Minimum, ne? Übergeben wir den Babajan, Petripa. Danke. Nimm den Kescher. Tja, Leute. Vor 2 Sekunden die Kamera ausgemacht. Jetzt ist sie mir hier irgendwo ins Kraut rein. Und ihr glaubt es nicht, es ist eine richtig tolle Goldene. Wie sich den naturfarbenen Yum-Yum jetzt reingezimmert hat. Ein richtig guter Fisch. Hier nur so ein bisschen mit dem Korbproblem. Köder ist natürlich komplett weginhaliert, bis ich die Kamera anhatte. War schon so ein Zug auf der Leine. Jetzt haben wir sie hier ins Kraut reingelegt. Und in unserem tollen Klappkescher von Babajan, den wir hier mit haben. Gucken, ob wir da dran kommen. Ah, die schlittern wir jetzt durchs Kraut ins Netz. Oh, richtig toller Fisch, Leute. Hat sich doch gelohnt, dass ich hier auf den großen See gewechselt bin. Schaut euch das mal an, was für ein toller Goldbarren.
Herrlicher Fisch, ehrlich. Herrlich. Tja, meine Lieben, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe mir gedacht, links runter zum See, da wird es ein bisschen schmaler. Und man hat auch immer mal wieder ein paar Fische da springen sehen und steigen sehen. Mit der Nudel, diesmal in der Naturfarbe, in so einem Braunton dahin. Tja, und ein richtig toller Goldbarren aus Dänemark, wie man sie kennt. Richtig tolle, schöne, große Fische. Ist da sowas von drauf geschippert. War ein richtig geiler Einschlag. Jetzt wollen wir mal gucken. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Werden wir noch mal. Ich werde jetzt mir gleich den Terminator schnappen. Und dann gehe ich mit dem mal in diesen schmaleren Teil vom See und dann gucken wir, ob wir vielleicht noch einen rauszocken. Der Terminator hat zugeschlagen, das gibt's doch nicht. Da hat er die Goldforelle gekriegt. Hast die Goldforelle aus der Ecke raus? Hat er aus der Ecke raus die Goldforelle. Voll in der Algen rein. Oh, die ist sogar kupferfarben. Guck dir das mal an. Ja, natürlich hier in den ganzen Algen drin. Ja, wieder der 70er in schwarz. Ich sehe schon. Der 70er in schwarz. Junge, Junge, Junge. Da ist er. Der Terminator. Petri Eduard. Tja, Leute, während andere noch das Butterbrot schnell aufgegessen haben, hat der Terminator hier die nächste richtig tolle Goldforelle. Richtig toller Fisch. Dickes Petri auf jeden Fall, Eduard. Das war die, direkt an der Kante war, ne? Ja, Eduard hat sie direkt von der Kante rausgefriemelt auf dem 70er Schwarz. 70er Schwarz. Dänemark getreu. Ja, wir machen weiter. Wieder in den kleineren Teich gegangen. Die Frequenz war hier ja nicht schlecht. Da ist der Biss. Da ist der Fisch. Wieder die Nudel von oben. Wieder so ein Kilöchen. Die haben hier richtig Wumms, Leute. Wieder auf die Nudel. Die will nicht aufgeben, so ein knapp über ein Kilo ein Fisch, aber hat Dampf wie eine ganz große, ehrlich. Tja, da sehen wir es, Leute, richtig guter Fisch. So, Leute, Fisch ist verarztet, die Nudel ist wieder drin, genau in der Mitte. Da ist der Biss, jo, zieht ab.
Da ist der nächste Fisch. Ist der Wahnsinn. Ist der Wahnsinn, wie dieses Ding funktioniert. Kommt auf uns zugeschwommen. Die haben hier einen Dampf, ehrlich. Gerade so ein Kilo, aber Dampf für die ganz Großen. Da sehen wir es, die nächste. Richtig tolle Fische, auch wenn es jetzt hier an dem Teich nicht so ganz die Großen sind. Spaß machen die alle Male, muss man wirklich sagen. Richtig tolle Fische. So. So sieht's aus. Jetzt hat er uns die Nudel hier ein bisschen zerfleddert. So, stechen wir einfach einen neuen Kanal von der anderen Seite. So sieht's aus. Und jetzt, Leute, seht das selbst. Da ist die Nudel. Die Nudel ist wieder drin. Stehen viel weiter links, so wie es aussieht. Da ist der Biss. Da ist der Biss. Wieder losgelassen. Hängt. Da hängt sie. Schwamm ist wieder in der Mitte. Ist auch wieder keine schlechte. Direkt aus der Mitte gezuckt. Funktioniert natürlich wie am Schnürchen hier heute mit der Nudel. Eduard fängt auf den 70er auch tatsächlich, wenn ein Wurf weiterkommt. So. Tja, Leute, nächster Patient verhaftet. Das läuft wirklich wie am Schnürchen hier heute mit dem Ding. Das ist hier auch übrigens richtig cool gemacht. Schaut mal, hier ist eine Brücke, die trennt die zwei Seen voneinander. Das hier ist der etwas kleinere, wo die etwas kleineren Fische drin sind. Und hier sind die größeren Fische drin. Und hier unter dem Steg ist ein Netz gezogen, so dass die Fische sich nicht vermischen können. Aber in dem kleineren See, kann ich euch sagen, habt ihr ja heute Morgen gesehen, hat der Terminator auch eine 3 Kilo erwischt. Und ich hatte da eine, die bestimmt 2 Kilo hatte. Also richtig, richtig tolle Anlage. Gefällt mir richtig gut. Leute, ein Biss. Fisch zieht ab. Und hängt. Ja. Oh, der scheint gut zu sein. Ich wollte eigentlich gerade die Drohne aufbauen. Wirklich weit in die Mitte gepfeffert. Die Nudel.
scheint kein schlechter zu sein. Ja, 2 Kilo plus auf jeden Fall. Nudel hängt ganz, ganz vorne, aber also der Fisch hängt wirklich sehr, sehr spitz. Will noch nicht. Da haben wir so 2 Meter dran geholt und sie nimmt wieder 3 Meter. Also die haben hier richtig Dampf. Da haben wir sie. Jo, richtig toller Fisch. Ein richtig toller dänische Großforelle. Herrlich. Tja Leute, hat sich auf jeden Fall gelohnt, wieder zum großen Teich zu kommen. Wollte eigentlich gerade die Drohne auspacken und da ist die nächste richtig tolle Forelle. Sind keine Monster, aber die sind wunderschön und richtig kampfstark, also wirklich einfach herrlich. Und jetzt höre ich die Bremse schreit beim Fahrern, wir laufen mal rüber. Die Bremse kreischt. Da ist er. Oh, der ist richtig gut. Der ist richtig gut. Warte mal, Leute. Da habt ihr das gesehen. Er konzentriert sich, dass er seine Drillmähne. Ja, ist tot. Und der Terminator hat einen. Das gibt's ja nicht. Der ist ins Kraut rein. Ja. Der ist ins Kraut rein. Versuche ein bisschen Druck aufzubauen. Die ist gut. Fahrer voll in Aktion hier. Was hast du für drauf gehabt? 50er? Ja. Ja, guck mal, vielleicht wollen sie jetzt kleine Köder, ne? Die haben richtig Wumms, ne? Alter. 2 Kilo plus hat er auf jeden Fall. Und der ist richtig dunkel, ne? Richtig schön gefärbt. Da ist er. Gleich kommt er. Gleich kommt er. So. Jetzt hat der Vater ihn unter Kontrolle. Jetzt hat er Luft geschnuppert. Jetzt hat er Luft geschnuppert. Guck dir das mal an, ne? Wahnsinn, was für eine Kraft die hier haben, ehrlich. Guck mal, der sieht das Netz und weg ist er, ne? Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Oh, Leute, guckt euch mal. Oh, das ist ein richtig guter Fisch. Richtig guter Fisch. Guck mal, der kriegt den hier kaum aus dem Wasser gestemmt. Dickes Petripaar. Tja, Leute, da ist der Babajan mit der Lachsforelle, die gerade einen richtig spektakulären Drill abgeliefert hat. Jetzt sehen wir es hier, der hatte vorhin auf den 70er, jetzt die kam auf den 50er. Hast du auch wieder auf eine Bombarde geschleppt wahrscheinlich, ne? Ja, dickes Petripa. Gleiche Farbe, ja. Gleiche Farbe, wieder schwarz-orange, ja, ne? Nur mal kleiner. Ja, hat aber funktioniert, ne? Ja. Dickes Petri. Danke. Leute,
Die Bremse rattert schon wieder. Ein Platz weiter. Im Kraut. Der Babajan schon wieder. Hast du gesehen, was bei mir gerade passiert ist? Der hat meine Maracas attackiert und hat die im Mund gehabt, ist einen Meter damit geschwommen. Ungefähr wieder so 2 Kilo oder was. Ja, könnte auch knapp unter sein, ja. Der war doch schon fast drin. Jetzt haben wir ihn eingenetzt. Tja, Leute, wieder so ein. Ja, aber 2 Kilo könnte der haben, Paar. Schöner Fisch auf jeden Fall. Ja. Petri. Okay. Ja, Leute, es ist unglaublich. Ich wollte jetzt gerade mal hier mit dem Chelsea probieren. Und während ich den drauf machen wollte, höre ich schon wieder die Bremse rattern. Und es ist auch diesmal wieder kein geringerer als der Babajan. Opa, die zieht die aber da ins Kraut rein. Die ist nicht so klein. Wieder auf den 50er oder was? Du hast so langsam 50er Verbot gleich, ne, wenn das so weitergeht. Ah, der ist auch wieder genau im Maulwinkel. Also du schaffst das irgendwie immer wieder. Ja, ja. Selber reingeschwommen. So lieben wir das. Boah. Erstmal hier aus dem Gemüse raus. Boah, Pa, die ist richtig gut. Hör mal, das ist eine Dreier. Ja, Leute, da ist er. Der Verdammt mit der richtig tollen Lachsforelle. Jetzt die letzte halbe Stunde schlägt gleich an. Und wieder auf den 50er, ne? Yep. Ja, wieder selbes Thema. 50er geschleppt. Petri. So, Leute, wie gesagt, die letzte halbe Stunde bricht hier jetzt gleich an. Dementsprechend versuche ich sie auf jeden Fall nochmal mit dem Chelsea. Mal gucken, was der Terminator macht. Ich sag, da ist der Terminator. So, ich habe jetzt Geheimwaffe. Oh, da sind sie. Da waren gerade Wellen. Chelsea. Dunkle Farbe? Ja, habe ich. Nur hinten ist ein bisschen orange. Mhm. So, langsam und Pause. Gemüse. Aber hier ist auch Fisch, ne? Ja. Und Babajan hat schon wieder auf Mirax. Schwarz-Orange, 50er. Mhm. Mit Spirulino, ja. Jawohl! Chelsea! Chelsea! Ich wusste es, ich habe es gespürt, Eduard, ich habe das gespürt. Nein! Weg! Der ist in Gebüsch rein und weg. So, Leute, ich habe jetzt wieder ein Chelsea drauf. Diesmal eine etwas andere Farbe: Schwarz-Gold. Ja, ja, Schwarz-Gold. Schwarz-Gold drauf und da hoffe ich, dass das funktioniert. Eduard sagte, dass er auf dem Chelsea vorhin auch in einem dunklen Dekor einen Biss hatte. Leider auch verloren, der Fisch ist ins Kraut reingezogen und dann ist er ausgeschlitzt. Das kann natürlich immer mal wieder passieren. Ne.
Hast du Kontakt? Oh. Ja. Jawohl. Chelsea, Eduard, ich hab's gesagt. Chelsea. Läuft super flach. Oh. Ich glaube, das ist ein guter Fisch. Ja. Ich habe gesehen, ne? Wie du gesagt hast. Da kommt Welle, Welle und auf einmal Bumm. Hoffe, der bleibt dran. Ja, ist natürlich jetzt ins Kraut. Guck dir das an. Guck dir das an, was er macht. Ein bisschen Druck machen. Na komm, der ist gar nicht so groß. Guck mal, Kilofisch wahrscheinlich. Aber der macht einen Radau, ey, Wahnsinn. Aber mit Wobbler, ja? Ja, mit Wobbler, mit Chelsea. Schockige Biss. Das war heftiger Biss, ja. Oh, da ist er, Leute. Petri, mein Freund. Petri, dank. Und da haben wir es. Hat viel Spaß. Danke, richtig schön. Den Chelsea weggenagelt. Herrlich. Flach laufend. Die Fische stehen auch flach. Super. Tja, meine Lieben, das soll es gewesen sein. Es ist schon richtig, richtig dunkel. Und wir packen jetzt die Klotten. Dann müssen wir noch die Fische sauber machen. Resümee, ein mega genialer Tag. Also wirklich, es hat von Anfang an sehr, sehr gut geklappt. Dann hatten wir immer wieder mal Pausen drin. Da hat man was Neues ausprobiert, wieder ein paar Fische gefangen. Also den Tag durchweg mega viel Spaß hier gehabt. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß hattet und dürft mir gerne einen Daumen da lassen. Vielleicht ein kostenloses Abo. In diesem Sinne, bleibt gesund, habt Spaß am Wasser. Ciao.